So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Factorio. Wir haben ja hier das letzte Mal getan, was wir konnten, um zu sehen, dass wir hier unsere Eisenproduktion von nach vorne bekommen und diese Lichtbogenöfen hier ans Laufen zu kriegen. Ich will jetzt mal noch kurz ein bisschen hier stehen bleiben, um zu gucken, wie das mit dem Eisen aussieht. Hier hinten die beiden Öfen kriegen ja nichts oder nichts Regelmäßiges. Das wäre natürlich schon schade, wenn wir jetzt hier viele Öfen hinstellen und haben dann aber keine Chance, hier das vernünftig weiterzumachen, weil das ganze Eisen nicht ankommt, dann bringt uns das Ganze nichts. Oder sagen wir mal weniger als das, was wir vorher hatten. Naja, sieht so aus, als würden jetzt bis auf den letzten doch regelmäßig Eisen ankommen. Na, es wird nicht ganz reichen. Es sei denn, es fängt hier irgendwann mal wieder an zu stacken. Aber es wird im Dauerbetrieb nicht ganz reichen. Tja, stellt sich die Frage, was wir da machen. Ja. Ich guck gerade mal. Also hier noch irgendwie einen Erzförderer reinzubauen, klappt auch nicht. Ich meine, wir haben hier ein riesen Eisenerzfeld, das wir natürlich in keinster Weise ausnutzen mit den paar Öfen hier. Können wir denn da noch was Vernünftiges bauen? Das ist auch Getrickse, ne? Also ich könnte noch ein riesen Förderband hier irgendwie drunter bringen und dann hier rein. Das wäre noch möglich, um an dieser Erzvorkommen noch ranzukommen. Will ich das noch machen? Will ich das noch machen? Warum eigentlich nicht, hm? Warum eigentlich nicht? Warum sollten wir nicht noch ein bisschen basteln? Warum eigentlich nicht? Also, wir brauchen einen Splitter. Habe ich hier noch irgendwas drinne, was ich dafür gebrauchen kann? Nee. Ein Splitter. Dann würde ich das Zeug hier hochführen. Hier vorbei, da drunter durch und hier oben dran. Vollkommen umständlich, aber vielleicht macht's ja Spaß. Also ein Splitter unter einem Band durch, unter zwei Bändern durch. Also dann wollen wir mal gucken, ob wir das nicht hinkriegen. Was fehlt mir? Wahrscheinlich Eisenplatten für den ganzen Spaß. Also ein Teilerfließband, eine unterirdische, ja, und dann brauche ich schon wieder Eisenplatten. Also ihr seht die Eisenplattenproduktion, das ist alles noch nichts Grünes hier. Das wird uns nachher irgendwann nochmal auf die Füße fallen. So, noch einen unterirdischen. Und dann so viele, 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 viele Fließbänder wie möglich. So, wo ist das Teilerfließband? Da, das setze ich hier rein. Warum auch nicht? Also, so. Und dann wollen wir mal anfangen. Also, hier lang hatte ich mir überlegt. Und dann hier hoch. So, dann brauche ich die hier. Oh, komme ich da ganz rum gleich? Das ist ja clever. So. Und dann, ach nee, mache ich das doch. Was ist denn jetzt passiert? So, den hier rüber. So, und dann irgendwie intelligent das hier hinten aufs Laufband zu kriegen. Also einmal oben rum. Muss auch hinterherlaufen, ich sehe es ja ein. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Eisen.
Wenn es gerade dunkel wird, dann erinnert mich das dran, dass wir wieder Solarmodule brauchen. Die dürfen wir nie vergessen. Die 7 nehme ich da mal mit. Und auch nochmal 10 Akkumulatoren. Das kann schon mal nichts schaden. So, dann wollen wir mal gucken. Jetzt kommt hier oben natürlich jede Menge Eisen an. Das heißt, ich müsste es hier auch schaffen, alle Öfen zu versorgen. So, und jetzt arbeiten die auch alle. Okay, also nicht schön, aber selten. Und dann wollen wir mal gucken, was hier mit dem Nachschub ist. Das müssen wir ein bisschen im Auge behalten, dass wir jetzt hier nicht anfangen, komisch zu werden. Aber notfalls passen ja hier noch 2 oder 3 oder 7 Förderer hin. Das dann aber für die nächste Runde. Gut, dann könnten wir uns jetzt eigentlich nochmal darum kümmern, dass wir hier diese komischen Processing Units hinbauen. Das wollte ich ja schon ewig und 3 Tage. Und da muss ich natürlich nochmal überlegen. Also, die hier möchte ich gerne haben. Und dafür muss ich noch eine weitere Schwefelproduktion aufbauen. Und für Schwefel brauche ich Wasser- und Eisenplatten. Genau, das war die Idee, dass ich das Ding hier hinstelle und mir von hier oben noch die Eisenplatten hole. So war die Idee. Also, hier kommt noch ein intelligenter Knickarm hin. Der holt hier unten noch Eisenplatten. Mal gucken, wo genau hin. Dann brauche ich ein Chemielabor. Da ist mal die Frage, wie funktioniert denn das? Das kriegt 2-mal Wasser und gibt dann 1-mal Schwefel ab. Das heißt, ich stelle das hier hin. So, und hier kommt ein Knickarmroboter hin und da auch. Und Strom fehlt natürlich sowieso immer. So, und jetzt sage ich dem, er soll Schwefelsäure herstellen. So, und dem fehlt jetzt wahrscheinlich Wasser, genau. Und die Eisenplatten, die hier oben ja nicht ankommen. Also selbst wenn sie da wären, kämen sie nicht an, weil dem Knickarmroboter der Auftrag fehlt. Und der Strom, also so. Ja, und Wasser muss ich ihm auch noch geben, aber das geht ja schnell. So, und ein Rohr und noch ein Rohr. Und bitteschön, dann fehlen da jetzt für Schwefelsäure nur noch die Eisenplatten. Gut, dann habe ich hier alles zusammen. Also Eisenplatten und Plastik fehlen natürlich. Da muss ich dann das bisschen per Hand machen, vermute ich. Ich könnte jetzt, wenn ich mir das gerade so überlege, könnte ich es noch schöner machen. Ich könnte die auch hier oben hinbauen, fällt mir gerade ein. Dann hätte ich noch ein bisschen mehr Platz, um das zu automatisieren. Aber das Plastik von da drüben kriege ich sowieso nie hier hin. Nee, ich wollte es ja auch eigentlich erstmal nur ausprobieren. Also, wir machen das. Tja, wie denn? So. Sagen dem, er soll das hier produzieren. Und stopfen den Rest per Hand da rein. Genau so machen wir es nämlich auch. Nicht schön, aber fürs Testen auf alle Fälle erstmal richtig. So, und dem geben wir jetzt grüne und, wenn ich hier jemals wieder durchkomme, ich habe mir eingebaut. Okay, das können wir vergessen. dann machen wir das lieber so. Ist ja unglaublich. Drehen den hier.
So. Und gehen mal ein bisschen hier auf Ersatzteiljagd. Nehmen uns auch noch ein paar grüne Dinger mit. Und gucken dann mal, ob es funktioniert. Wenn wir das dauerhaft machen wollen, werden wir natürlich anfangen müssen, das zu automatisieren. Aber da bin ich mir noch gar nicht sicher, ob ich das überhaupt machen will. Tü-tü-tü-tü-tü. Hier komme ich nicht durch. Oh, ich kann wieder forschen. Sehr schön. Laboreffizient geforscht. Das heißt, jetzt muss es wieder was Militärisches werden. Schadenserhöhung, Laserturm. Wunderbar. Bitteschön. So, und hier stopfe ich jetzt das, was ich habe, rein. Und ich frage mich, warum hier kein Sulfuric Acid rauskommt. Ach so, weil noch keine Metallplatten da durchkommen. Habe ich welche dabei? Ja, habe ich. Bitteschön. So, dann müsste der jetzt hier auch anfangen. Und dann kriege ich Zeug produziert. Na, immerhin. Na, immerhin. Und wofür brauchte ich das nochmal? Ach, ich brauchte das für eine Rüstung. Genau, ich wollte mir ja hier eine Rüstung bauen. Hier diese modulare Rüstung. Dafür brauche ich erstmal 5 von den Dingern. Die werden jetzt ja hoffentlich hergestellt. Ja, dann warten wir das ab. Dann kümmere ich mich erstmal wieder um das Thema Solar. So, hier gucke ich nochmal drauf. Ja, jetzt ist es hier, reicht's auf einmal nicht mehr. Hier oben stackt's. Aber hier reicht's nicht mehr mit dem Eisen. Kann das wirklich wahr sein? Wenn's doch hier schon stackt. Erstmal abwarten. So, also hier haben wir jetzt definitiv genug Eisen, um auch diese Öfen alle am Laufen zu haben. Alles ist gut. Alles ist gut. Gut, dann ein bisschen Solar. Sieben Stück hatten wir ja, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. So, besser als nix. Und die Akkumulatoren müsste ich auch noch verwursten. Ist die Frage, ob ich die nicht hier oben irgendwo immer mal hinstelle. Wo habe ich sie denn? Da, wo ich sonst nichts anderes hinbekomme. Muss ich nochmal ein bisschen mit den Stromsachen gucken, aber gehen ginge das schon. Irgendwo intelligent hinstellen. Nicht so meine Stärke, ich weiß. So. Okay, dann haben wir die auch verwurstet. Irgendwann werden die sicherlich auch mal aufgeladen. So, muss ich hier langlaufen? Da. Ja, und das zeigt unser Problem, ne? Wir haben nichts mehr an Kapazitäten. Das heißt, ich muss eigentlich noch mehr Akkumulatoren bauen, damit wir durch die Nacht kommen. Dafür ist es essentiell, dass wir noch ein paar Eisenplatten kriegen. Okay, okay. So, dann gucken wir mal weiter. Das Thema Rüstung. Also hier fangen jetzt die Eisenplatten an zu stacken, deshalb laufen die nicht, weil... Ja, warum eigentlich? Ah, hier ein bisschen weg. Der kriegt einfach nicht genug in die Holzkiste da rein, nicht schnell genug. Komm her, denn das ist ja so ein normaler. Dann nehmen wir den mal raus. Wir haben ja ein paar von den Intelligenten. Und sagen, er soll da Eisenplatten schippen. Der ist nämlich schneller. Jetzt müsste sich auch ein bisschen was
in der Kiste tun irgendwann mal. Na gut, an die Kiste greifen natürlich zwei Leute dran. Aber egal, der schippt die jetzt jedenfalls schneller rein. Das heißt, hier kommt auch wieder Fluss rein. Alles ist gut. So, was machen hier unten meine Processing Units? Drei Stück, bitteschön. Warum nicht mehr? Weil kein Schwefel mehr kommt. Keine Schwefelsäure, warum nicht? Weil er die nicht los wird, was? Achso, ich brauche 20 elektronische Schaltkreise. Da liegt der Hase im Pfeffer. Oh, kann ich die bauen oder muss ich mir die wirklich drüben holen? Eisenplatten. Na, die weiß ich jetzt ja, wo ich sie herkriege. So, komm her, dann bauen wir die mal. Sonst geht's ja hier gar nicht vorwärts. So, was mich dabei erstaunt, jetzt muss ich doch warten, bis ich die 112 Stück da gebaut habe. Doch sehr langwierig. Ich will mal gucken, was meine Öltanks sagen. Ich habe immer mal, wollte schon immer mal wieder drauf gucken, habe dann aber vergessen zu gucken. Ja, die sind noch fast voll. Ah, hier läuft aber noch genug durch. Nee, also da haben wir noch kein Nachschubproblem. Gut, da kommt unser Zug wieder. Immer wieder schön zu sehen, wie der reinfährt. Das funktioniert jetzt auch alles. Hier unten die Anforderungskiste. Ja, dazu haben wir natürlich zu wenig Roboter, um das hier wirklich hinzubekommen. Wahrscheinlich müsste ich dann doch nochmal mit Fließbändern arbeiten, aber ich wollte unbedingt das mit den Robotern mal ausprobieren. Gut, hier ist jetzt aber richtig schön was los. Das ist auch alles gut so. Da hat man gesehen, dass ich die Stromkreise geklaut habe. Deshalb produzieren die jetzt hier so langsam nach. Und überall fehlen immer wieder Eisenplatten, Eisenplatten, Eisenplatten. Das ist echt der Hammer, wie die Rezepte im Moment ausgelegt sind, dass es einem ständig an Eisenplatten mangelt. Naja. Okay, die Frage ist, ob ich jetzt nicht mal ein bisschen noch Leben hier reinbringe und wir uns zumindest da oben mal diese erste Alien-Basis mal schnappen. Auch ohne Rüstung und sonstige Sachen. Ich habe gerade mal Lust auf ein bisschen Harakiri. Wir probieren das einfach mal. Das immer noch so funktioniert wie früher. Also, ich muss, wenn ich das richtig sehe, hier durch den Wald. Das heißt, ich brauche erstmal Strom. Und dabei die mit den großen Reichweiten, genau, die brauche ich und dann brauche ich nachher einen anderen. Also, dann wollen wir mal sehen, wo können wir denn hier anschließen. So, und dann geht's mal los. Also da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, ich habe das nicht mehr getestet. Ob das noch alles so funktioniert? Wenn ja, wäre es sehr schön. So, und dann gehen wir mal hier hoch. Kein Feld verschwenden. Strommasten sind teuer. Das hier unten, wenn ich das gerade so aus dem Augenwinkel sehe, ist das Eisen. Das ist auch ein Eisenvorkommen. Da könnte ich natürlich auch schön mit der Eisenbahn noch vorbeifahren. Ja, schon eine ganze Ecke weg. Na, mal gucken, vielleicht für später. So, wie weit kann ich hier dahin? So, und wenn ich das gerade sehe, bevor die mir ganz dumm kommen... Ja, ich will das nicht als Munition verwenden. Ich will die Waffen tauschen.
So, dass das Maschinengewehr die panzerbrechenden Sachen hat. So. Weil da kommen die nämlich schon. Und da war es schon mal ganz gut. Genau, ich muss nämlich so ein paar von den Waves muss ich wahrscheinlich abkönnen, wenn ich mich denen nähern will. Also, weiter geht's. Wo muss ich hin? Sehe ich noch nicht. Schade. Wenn ich mir die Map angucke, hier oben, irgendwo hier lang. Da oben ist das Territorium. Bin ich ein bisschen vorsichtig, wollte ich gerade sagen. Laboreffizienz, 500, das ist natürlich viel. Ne, ich glaube, dann mache ich erst noch, das kann ich nicht, erhöht den Raketenschaden. Ja, was forschen wir denn dann mal weg? Wir könnten mal ein Auto gebrauchen. Wir könnten mal ein Auto gebrauchen, wenn wir jetzt näher unterwegs sind, dann geht das schneller. So, okay, jetzt setzen wir noch einen irgendwo hier in die Nähe. Und dann schwenken wir mal um, weil ich nicht weiß, wie das mit den Aliens ist. So, und da setzen wir schon mal ein paar Türme hin. Wenigstens so ein bisschen als Backup. Wo muss ich hin? Nach da drüben, okay. Dann bitte so. Und so, so, und da setzen wir die zweite Runde an Türmen hin. Und die brauchen wir da auch, genau. Okay, das geht aber ganz gut. Also das scheint noch so zu gehen wie vorher. Wie früher. So, dann weiter mit Genuss. Wieder ein paar Türme hingestellt. Die werden jetzt ja immer öfter kommen. Ich hätte mir vielleicht auch nicht unbedingt die Nacht aussuchen sollen, ne? Naja, komm her, die sterben jetzt halt eh alle. So. Dann nehme ich hier hinten die Türme wieder weg. So, und stell die hier vorne hin. So, und die erschießen nämlich jetzt schon die Basis. Genau. Es funktioniert genauso wie früher. Das ist ja wunderbar. Dann kann man das auch als Taktik machen. So, und jetzt kriege ich hier, wenn ich das richtig gesehen habe, 4 Alien-Artefakte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, dann nehmen wir das mal wieder weg. Hier habe ich nichts mehr zu suchen. Kurzen Heimweg. War ja nur eine kurze Expedition. Ich glaube, die Strommasten lasse ich mal stehen. Wer weiß, wann ich die später noch brauche. Ich weiß ja nicht genau, wo das nächste Alien-Nest ist, aber ich lasse die mal stehen. Ich brauche die im Moment nicht so dringend. Also ab nach Hause, quer durch den Wald. Aha, schön, klappt super mit quer durch den Wald. Hallo? Ach komm schon. Hast du keine Lust, hier Bäume zu hacken? Okay, also, dann haben wir mal 4 Alien-Artefakte, dann machen wir aus diesen 4 Alien-Artefakten mal gleich die ersten Wissenschaftspakete. Da brauche ich fast gar nichts für, außer eine normale Maschine. Also so eine. Eisenplatten, wer hätte es gedacht. Und dann müssen wir nach und nach... Wenn sehe ich das da unten gerade, ist das auch schon wieder eine Basis? Nur ein bisschen neugierig sein. Hier ist das Eisenfeld. Das heißt, es müsste ja irgendwie hier unten sein. Naja, das ist keine Basis. Das wird irgendwie Öl oder sonst was sein. Keine Ahnung. Schwierig. Okay, dann können wir ja eigentlich noch gerade mal ein bisschen gucken, auch wenn uns das Auto fehlt, wo denn eigentlich die nächsten sind. Boah, alle ziemlich weit weg.
Muss ja noch irgendwo Alienbasen geben, damit ich diese Artefakte bekomme. So, was ist hier unten? Da auf der Basis? Ne, das sieht auch nicht so aus. Hey, wo seid ihr alle, ihr Viecher? Aha, hier. Das scheint ein neues Nest zu sein. Wo ist das denn? Hier mitten im Wald? Ah, hier unten. Okay. Gut, da will ich euch mal nicht stören. Tja, also so wird's nachher werden. Deshalb ist es gar nicht schlecht, wenn wir jetzt das Automobil erforschen. Ich glaube, das ist auch weiterhin meine Taktik, einfach zu sagen, ich gehe mit ein paar Strommasten irgendwie auf Alienjagd. Das eben war ja ganz einfach. Das war ja nur ein kleines, nur eine Basis. Die war auch relativ schwach. Deshalb hat man auch nur 4 von den Artefakten bekommen. Ich habe ja irgendwann mal ausgerechnet, dass wir irgendwie 200 oder sowas brauchen. Das heißt, wir haben noch eine ganze Weile vor uns. Kann ich jetzt hier durch? Durch den Wald? Sag mir nicht, dass ich nicht wieder durch diesen Wald komme. Ich werde jetzt hier gleich... Ah ja, das geht aber. Dachte ich. Ja, da werden wir mal nach und nach vernünftig hingehen und gucken, dass wir uns ein bisschen ausrüsten und dann Aliens platt machen. So, was ich aber in der Folge auf alle Fälle noch mache, ist, ich werde mir jetzt mal angucken, wie das ist mit der Rüstung. Und natürlich werde ich auch die ersten Alien-Pakete herstellen. So, traue ich mich mit der Eisenbahn. Wann fährt die los? Egal, schaffe ich. So, also wir brauchen ein paar Eisenplatten. Da sind wieder keine drinne, dafür hier oben, hoffe ich. Sehr schön, dann brauchen wir eine ganz normale Maschine. Und bis ich da hochgelaufen bin, ist die auch fertig produziert. So, und jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir die intelligent hier hinstellen. Wo ist sie? Da ist sie, die kann ich hinstellen, wo ich will. Stelle ich sie direkt hier oben hin. Und die muss ihr Zeug abgeben. Und zwar von hier oben drauf, ne? So, kann das passieren? Kann das richtig sein? Ne, das funktioniert wieder nicht. Ich muss die an die Seite kriegen. Also muss das hier weg. Der muss weg. Der muss gerade dahin. Der muss auch weg. Also so und so. Und dann kann ich das hier auch... Ach ne, ich brauche den Knick, weil... Ach, dann komme ich da wieder nicht hin. Sonst verbindet er das nach unten. Ne, tut er nicht. Ah, sehr gut. So, so hoffe ich, dass es passt. Bin ich sehr gespannt. Also, Strom, klar. So, und dann sage ich dem, er soll die Pakete herstellen und werf da die 4 Alien-Artefakte rein und dann baut er die. Oder? Sieht so aus. Normalerweise müssten da jetzt 10 Stück rauskommen. Und wir haben keine roten Pakete mehr hier, sehe ich gerade. Auch gleich noch gucken. Kell, nee, es ist auch alles was anderes. Ja, also er baut die und die werden da hingeliefert und die kommen auch auf die andere Seite. Alles schön. Okay, also so macht man Alien-Artefakte. Warum kriegen wir nichts Rotes mehr? Was ist hier los? Was ist hier los? Ihr seid doch voll beschäftigt, oder nicht? Haben wir ein Stromproblem? Nö, Energie erzeugen, das passt alles. Ihr habt doch hier alles. Braucht ihr so lange oder was? Die brauchen so lange. Die brauchen einfach so lange. Wollen wir noch eine fette Maschine hinstellen? Das ist ja eine ganz normale, also Montagemaschine 1. Hier würde ja wahrscheinlich noch eine hinpassen, wenn ich den Strommast ein bisschen anders mache.
trotzdem seltsam. Ja, dann verlängern wir das Band noch mal ein bisschen. So. Setzen die da hin. Ja, nehmen den Strom hier weg. Gehen mal aus dem Weg. So, brauchen wieder Strom. Zum Beispiel hier hin. Dann ist wieder alles gut. Nehmen hier. So und so. Und sagen der Maschine, dass sie auch die roten Dinger produzieren soll. Macht sie. Ja, gucken wir mal, ob wir das da irgendwie wieder hinkriegen. So, jetzt gucken wir noch hier unten bei unserem Sorgenkind. Hier gibt es inzwischen auch genug Eisenplatten, ist ja ein Traum. Hier fehlen natürlich dann die grünen Schaltkreise. Ja, bitteschön. Dann produzier mal. Gut, dann heben wir uns das auf für die nächste Folge. Damit wir dann endlich an die Rüstung rankommen. Haben wir mal ein paar Aliens getötet, kann ja auch nichts schaden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.